Die Heimspiele der Munich Cowboys werden Ihnen präsentiert von unserem Hauptsponsor Werksviertel Mitte. Urbanität neu erleben. Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem doch intensiven Spiel der Munich Cowboys gegen die Stuttgart Scorpions. Darf ich Ihnen kurz hier das Podium vorstellen. Zu meiner Rechten Fabian Birkholz, der Head Coach der Stuttgart Scorpions. Zu seiner Rechten Patrick Geiger, der als Running Back uns das Leben seit Jahren schwer macht, kann man so sagen. Zu meiner Linken Head Coach Garen Holley von den Munich Cowboys und daneben Fabienne und Markus Gärtner, die heute wahrscheinlich ihr letztes Heimspiel für die Munich Cowboys gemacht haben, ihre Karriere beenden werden. Ja, 19-31, nicht sehr erfreulich aus Sicht der Munich Cowboys. War trotzdem ein intensives Spiel, zum Teil sehr eng geführt. Vielleicht dürfen kurz die Gäste erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und vielleicht kannst du uns kurz deine Eindrücke von der Pressekonferenz, von dem Spiel kurz schildern. Dankeschön. Garen, it was a very tough game today, a loss. Well, we had lots of mistakes in several situations. How did you see the game? To start it off, hats off to Stuttgart. They came down here ready to go, and Coach Birkholz did an awesome job having his team more fired up to take a trip and come home with a W. They just out-physical this, to be honest with you, with their offense. Our D-line did a good job, but we just couldn't do any. We didn't play well at linebacker, and they were just able to run the ball right down the middle, right down our throat, and that makes for a long day. We were able to have some big plays on special teams, which was nice. Would have been nice to not have that one called back. The ref furthest away from the play threw a flag, so I'm excited to watch that one on film to see how that played out. But other than that, they just wanted it more. That was flat out is what it was. Their guys wanted it more than our guys did, and we just didn't execute. That was kind of the worst part. I feel bad for our guys that, this was their last home game. That was kind of our message coming out was, put on a good show for these guys, send these guys out of their last home game on a good note. But, Coach Birkholz did a good job of having his guys ready to go. Thank you. Patrick, ihr hattet phasenweise ein sehr, sehr starkes Running Game. Ihr seid mit 6 Running Backs, glaube ich, auch hergekommen. Also setzt ihr die ganze Saison stark auch aufs Running Game? Also ich kann sagen, wir haben sehr, sehr viele Running Backs und auch sehr, sehr viele gute. Und wir haben im jeden Training mehr Running Backs wie alles andere. Also das ist echt bei uns jedes Mal so, die Running Backs müssen sich abwechseln, während die O-Line gerade so zusammenkommt, mal mehr, mal weniger. Die Receiver gerade noch ein bisschen Hilfe brauchen von uns Running Backs und harte Competition. Also was sieht man auch, dass wir eine gute Running Back-Schule haben und da auch sehr, sehr viel machen, dass die Jungs auch gut werden. Dankeschön. Fabienne, Markus, die Offense hatte phasenweise ganz gute Plays, dann aber auch die Schwierigkeiten. Wo habt ihr die Problemzonen gesehen? Fang du doch an. Also alle haben es eigentlich schon mal angesprochen und phasenweise waren wir eben dann gut, wenn wir executed haben, also wenn wir die Plays so ausgeführt haben, wie sie eigentlich konzipiert sind. Und jedes Mal, wenn wir eben nicht so gut aussahen auf dem Feld, lag es daran, dass nicht alle 11 Mann ihren Job gemacht haben. Man kann Football halt, auch wenn es ein sehr komplexer Sport ist, man kann ihn sehr einfach runterbrechen, wenn von den 11 Spielern, die von einem Team auf dem Feld sind, jeder seine Aufgabe übernimmt, dann ist man eigentlich erfolgreich. Und wir hatten halt jedes Mal das Problem, dass vielleicht von den 11 dann irgendwie 2 oder 3 ihren Job nicht gemacht haben. Und so entstehen dann halt einfach immer wieder Plays, die dann zu nichts führen. Das Thema ist, glaube ich, einfach Execution, richtige und korrekte Ausführung. Und das haben wir heute halt leider nicht richtig hingekriegt. Ja, da kann ich jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen. Hat es auf den Punkt getroffen. Das waren dann doch manchmal schon zu viele neue Sachen wahrscheinlich noch mit drin, die noch nicht richtig gesetzt haben.
Und dem ist eigentlich nicht mehr hinzuzufügen, auf jeden Fall. Okay, gibt es Fragen von Seiten der Medien? Keine Fragen? Ja, dann darf ich nochmal fragen, ihr habt es jetzt in der eigenen Hand, auch den fünften Platz im Endeffekt dann da noch sicher zu machen mit den nächsten Spielen. Was ist euer Saisonziel dann jetzt? Gut, für uns als Saisonziel ist es jetzt einfach noch diesen Prozess, den wir jetzt im Laufe der Saison angefangen haben, den so weit voranzutreiben, dass wir dann auch mit diesem guten Gefühl dann nachher, das ist das, was wir brauchen, dieses gute Gefühl, um nachher dann in die Offseason zu gehen und dann eine Basis zu haben, auf der wir dann aufbauen können. Das Team dieses Jahr war komplett neu. Wir haben sehr viele junge Spieler, unerfahrene Spieler, die von unteren Ligen hochgekommen sind. Wir haben im körperlichen Bereich noch sehr viel, an dem wir arbeiten müssen, um ins Mittelfeld und die obere Drittel aufzuschließen. Und dann ist natürlich auch so bei den komplett neuen Spielsystemen alles, das braucht natürlich auch seine Zeit, bis sich das dann nachher durchsetzt. Ja, danke. An euch beide noch, wollt ihr wirklich mit so einem Ergebnis jetzt dann das letzte Heimspiel bestritten haben oder können wir euch nochmal umstimmen? Also wir machen den Sport jetzt schon, und Markus noch ein bisschen länger, sogar über 20 Jahre. Wir haben in eher 96 angefangen mit Flag Football. Ja, die erste Saison 97, ja. Also genau 20 Jahre insofern. Und also ich spiele auch eine Position, wo man viel abkriegt, muss ich jetzt schon sagen. Und es ist irgendwann mal Zeit und man soll auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich habe den Entschluss gefasst, es sind auch private Gründe dabei und es tut mir leid. Irgendwo natürlich tut es weh, also die Tränen sind heute schon geflossen. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr auf Vorrat, alles rausgeschwitzt und ja, also von meiner Seite, ich denke mal, wir sind jetzt auch noch so sicher. Ich glaube nicht, dass jetzt Saarland oder sonstiges, dass es große Überraschungen gibt. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Und es war immer schön vor München Publikum. Es war schön hier bei den Cowboys, es ist eine schöne Familie eben. Natürlich helfen wir dem Verein, wenn es so weit kommt. Aber wenn die Daten halt liegen, dann liegen die Daten. Ich werde noch in Frankfurt spielen können. Markus ist da leider verhindert, aber ich gebe jetzt einfach mal das Mikrofon weiter. Ja, also er hat es, denke ich, auch schon auf den Punkt gebracht. Wir haben schon die eine oder andere Relegation gespielt. Also wenn's und bisher auch immer unseren Klassenerhalt sehr aktiv verteidigt. Und wenn es natürlich dazu kommt, dann lassen wir unsere Jungs natürlich nicht hängen. Zielsetzung war oder die Überlegung war natürlich, dass man halt einfach nach 20 Jahren exakt dann irgendwann aufhört und auch den jungen Kids dann sozusagen den Staffelstab überreicht oder die Fackel überreicht. Natürlich hätte man sich da ein schöneres Ergebnis wünschen können, aber so ist es beim Football manchmal. Und wie gesagt, also dieses Jahr Relegation, aber ich glaube nächstes Jahr werden wir dann eher von den Zuschauerständen oder vielleicht nicht mit Stollenschuhen am Fuß die Munich Cowboys unterstützen. Ja, noch steht es ja nicht fest. Wir haben noch selber ein Auswärtsspiel, bei dem wir noch alles geben können. Und die anderen müssen ja auch erstmal gewinnen. Noch eine andere Frage zum Spiel. Normalerweise in den vergangenen Spielen haben wir sehr viel mit No Huddle gespielt. Warum war das heute nicht so der Fall? Naja, also da kann ich jetzt auch mal was dazu sagen, was auch so einer der Gründe ist. Die Schiedsrichter haben es oft nicht zugelassen, beziehungsweise unser Offense lebt davon, dass wir so schnell wie möglich an den Ball kommen wollen. Und der Schiedsrichter hat sich halt dann schön Zeit gelassen, sodass auch die Defense steht. Und dann ist es natürlich für uns immer, das heißt schwierig, es ist eine ganz normale Situation dann, aber wir konnten es halt oft nicht. Und ein paar Spielzüge hatten wir natürlich im Huddle, da wollten wir eben, das war so was Neues jetzt eben, ausprobieren, dass wir halt der Defense gar keinen Look geben, also dass wir nicht zeigen, wie wir rauskommen. Und dass sie dann überrascht sind. Naja, das war meistens bei der Two-Point-Conversion. Man hat gesehen, es hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Das haben wir ja zusammen probiert. Und es gab dann doch irgendwie halt immer Abstimmungsprobleme. Und dann sind wir doch mal ins Huddle gegangen. Aber Hauptgrund war eigentlich, dass wir halt so viel Zeit an der Line hatten, weil die Referees das zugelassen haben. Naja, oder? Willst du noch was sagen? Das trifft es eigentlich gut zu. Ja. Und nochmal zur Running-Back-Schule und Fackel weitergeben. Also Jakob Wenzel wird einen guten Job machen, wird mich in Zukunft super vertreten, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind eigentlich immer die wenigsten bei uns. Wir sind immer zwei Stück gewesen das ganze Jahr. Ja, aber es kommen jetzt nach und nach immer mehr, von dem her wird es ja ganz gut. Und aus der Jugend kommen auch ein paar gut Talentierte. Es ist einfach Zeit, dann irgendwann mal loslassen zu müssen.
Ja, wir hatten, glaube ich, mit Marvin Rutsch auch noch einen, der dann damit reingekommen ist. Oliver Ose war jemand, der sich dann aber, glaube ich, verletzt hatte relativ schwer und der jetzt auch langsam wieder rangeführt wird. Also hoffen wir doch, dass wir da den einen oder anderen für die Position noch gewinnen können. Zumal die Ausbildung nicht so schlecht zu sein scheint, wenn man dann auch Nationalmannschaftshöhen erreichen kann. Gut, wenn es sonst keine Fragen gibt, dann darf ich noch auf unser nächstes Auswärtsspiel hinweisen. Das letzte Spiel für diese Saison in der Hauptrunde gegen die Samsung Frankfurt Universe in Frankfurt. Das Spiel ist am 3.9., nicht wie vorher geplant am 4.9., das ist auf den 3.9. verlegt worden. Kickoff ist um 15 Uhr in Frankfurt. Ich darf unseren Gästen nochmal Glückwunsch sagen und einen guten Nachhauseweg wünschen. Vielleicht gibt es ja noch die Zeit für das eine oder andere gekühlte bayerische Hopfengetränk. Darf mich bei unserem Hauptsponsor, dem Werksviertel Mitte, bedanken für die tolle Unterstützung, sowie bei allen anderen Sponsoren und Partnern für die wirklich tolle Unterstützung in dieser Saison. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.